Herzlich willkommen zu Recent Term Prep, meine Damen und Herren, live am 12. Februar 2015. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind live die nächsten 90 Minuten. Das große Thema heute ist das Comeback Kommunikation und Medien per Funk und Radio. Im Ausland haben Dinge wie CB-Funk, Amateurfunk, Kurzwellenempfang und ähnliches noch einen wesentlich höheren Stellenwert als bei uns in Deutschland. Und ich habe mich hier mal ein Extrembeispiel rausgepickt, Das ich Ihnen zeigen möchte. Und zwar handelt es sich um einen Profifunker, der sich ein paar Bilder angesehen hat aus den Nachrichten. Und zwar Bilder von beschlagnahmter Kommunikationsausrüstung mexikanischer Kartelle. Und heilige Schwede, ist das beeindruckend. Sehen das Ganze hier, können das auf YouTube nachvollziehen. The Dark Side of SHTF WAROL Communications. Und der Herr deutet dann hier auf die verschiedenen Geräte und kann dann genau sagen, um was es sich handelt. Also diese Typen sind wirklich loaded. Bei dieser einen Antenne, die wir gleich sehen, vermutet er sogar Microwave und er sagt dann, damit betreiben die ihre gesamte Infrastruktur. Denn schließlich ist es keine einfache Sache, ein ganzes Kartell zu leiten und auch noch Behörden ein paar Schritte voraus zu sein. Auch die Behörden müssen natürlich mithalten und haben teilweise zu kämpfen mit Budgetkürzungen und so weiter. Das heißt, die Kartelle sind häufig auch besser ausgestattet als die Polizei und als die Anti-Terror-Behörden, Anti-Drogen-Behörden. Und ich möchte mich jetzt gar nicht einlassen auf diese Drogendebatte, sondern generell bloß auf die Ausrüstung und wie wichtig das ist. Und hier ist immer ein Extrembeispiel. Alle möglichen Teile, die Sie hier sehen, werden verwendet. Verschiedene Technologien. Selbstverständlich müssen auch Leute ausgebildet sein, um dieses ganze Zeug zu bedienen. Ganz, ganz wichtig. Das ist ein Extrembeispiel, meine Damen und Herren. Ich empfehle Ihnen jetzt nicht, Ihr Haus zu verkaufen, um sich hier die ganze Ausrüstung dazuzulegen, sondern jetzt geht mir darum, Ihnen zu zeigen, warum diese Techniken nach wie vor wichtig sind, warum sie nach wie vor benutzt werden. Man könnte jetzt denken, die Kartelle haben noch auch bestimmt die Möglichkeit, Facebook zu nutzen oder WhatsApp oder Chat oder E-Mail oder verschlüsselte E-Mail oder was auch immer. Und solche Sachen werden auch verwendet. Allerdings, das sind absolute Profis, meine Damen und Herren. Und die verwenden nach wie vor richtige Funkausrüstung. Auch in aktuellen Konflikten, sei es jetzt in der Ukraine oder sei es sonst wo, Funkausrüstung ist einfach nur der Schlüssel. Shoot, move, communicate, meine Damen und Herren, ist das Motto. Hier sehen wir dann, eine Sekunde, Stück zurück. Hier sehen wir, falls Sie uns jetzt zuschauen, etwas, was der Mann hier von einem YouTube-Channel namens Guerilla.com identifiziert oder zumindest vermutet, dass es sich um eine Mikrowellenantenne handelt. Microwave. Also sehr, sehr sophisticated. Hier haben wir die ganzen Handgeräte, also Amateurfunk, VHF, UHF und so weiter. Das Ganze, das da drüben, lässt sich jetzt schwer erkennen. Also natürlich werden auch Burner-Phones verwendet, Handys und so weiter. Allerdings ist das nicht sonderlich beliebt. Es gibt auch Möglichkeiten, um Burner-Phones abzuhören und beziehungsweise auch zurückzuverfolgen. Da gab es auch einige Enthüllungen im Rahmen der NSA, dass ein Programm entwickelt wurde, um gezielt Burner-Phones aufzuspüren. Also die Software, das System, sucht nach Telefonen, die nur kurze Zeit verwendet werden und so weiter, und wenn also Muster erkennbar sind, dann weiß dann die Behörde, oh, da gibt's was zu holen, da gibt's jemanden, der was Interessantes zu kommunizieren hat. Okay, bei uns in Deutschland ist es ja ziemlich zurückgegangen mit dem Funk, also die Sachen sind meistens in den Händen von LKW-Fahrern bzw. Motorradfahrern und Leuten, die dann den Urlaub fahren oder Skifahrer und so weiter, die sich dann unterhalten mit diversen Funktechnologien, also wie PMR
Nichtsdestotrotz, meine Damen und Herren, auch das eines der wichtigsten Themen, mit denen Sie sich befassen können für Ihr persönliches Prepping, für Ihre Krisenvorsorge, für Ihren Freizeitfahren oder was auch immer. Ganz, 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 ganz wichtig in der heutigen Zeit: Funkausrüstung. Die Kommunikation und die Medien haben sich total auf das Internet verlagert und das ist ein Riesenproblem. Die Leute kommunizieren über Skype, Facebook, WhatsApp, E-Mail. Die NSA und diverse Nachrichtendienste hören natürlich mit. Sogar Telefone funktionieren heute meistens mit Voice-over-IP-Technologie, also das kennen Sie. Was man in den Telefonhörer reinspricht, wird als Datenstrom umgewandelt, in Datenpäckchen zerhackt und übertragen. Das ist nicht die altmodische Landline. Stellen Sie sich mal vor, früher war das ja wirklich notwendig, dass bei einem Wiretap, also wenn dann ein Telefon abgehört wird, da war das dann wirklich notwendig, ja, to tap the line, to tap the wire. Man musste sich an die Telefonleitung dran klemmen. Das war sehr aufwendig. Da mussten wirklich Beamte irgendwo hinfahren und sich da ranmachen und so weiter, um jemanden abzuhören. Inzwischen hat sich das Ganze vereinfacht. Man kann das einfach per Remote machen. Also die Behörden, die Beamten oder auch irgendwelche Kriminelle wählen sich da einfach ein und rufen dann die jeweilige Nummer auf und kriegen das Ganze dann einfach so. Meistens hängen Telefon und Internet heute an derselben Box, am selben Router. Und wie oft hören wir von Hintertüren in solchen Routern, die es ermöglichen, einzubrechen? Hergestellt werden die Dinge in China oder sogar von chinesischen Firmen. Und wie leicht können diese Router aus der Distanz lahmgelegt werden? In einem zukünftigen Konflikt oder in irgendwelchen anderen Situationen? Alles ist nur noch das Internet. Hier habe ich einen kurzen Clip von einer meiner Internetverbindungen, die wir jetzt gerade verwenden für diese Sendung. Also wenn Sie uns jetzt zugucken, das war eigentlich dieses dicke, fette Kabel. Ist ein bisschen dunkel, aber soll uns genügen. Dieses dicke, fette Kabel, das da aus der Wand kommt, ist der alte Kabelfernsehanschluss. Und irgendwann hat man sich dann entschieden, wir brauchen das nicht mehr, sondern man stellt sich eine Satellitenschüssel aufs Dach. Also vagabundierte dieser Anschluss lange Zeit ungenutzt vor sich hin. Ein analoges Kabel-TV kann ja sich 30 Kanäle übertragen und das war's. Inzwischen natürlich läuft da Internet drüber, Internet und Telefonie mit diesen Kistchen da und der obligatorischen Fritzbox oder was auch immer. Also das ist dann auch etwas, wo man sehen kann, das hat sich alles aufs Internet verlagert. Also Telefon, Internet, das wird jetzt da drüber gelaufen. Das lässt man da drüber laufen. Über die Infrastruktur, die eigentlich da war für das alte Fernsehen. Klassische Handys benutzt natürlich auch keiner mehr, nur noch Smartphones. Auf den Smartphones empfängt man Webradioprogramme und alles ist Internet, Internet, Internet. Die Provider haben sich dann erstmal dazu durchgerungen, Skype und ähnliche Sachen zu blocken. Also die Service-Provider von Handys, weil sie gedacht haben, hey, dann telefoniert doch keiner mehr. Die Leute übertragen ihre Sprachdaten einfach per Skype, einfach als Datenhäppchen über das Internet und das ist dann billiger, als wenn sie einfach die Telefonfunktion ihres Handys benutzen. Früher waren Telefone zu Hause und das Internet wenigstens noch getrennt. Man hatte seinen analogen Telefonanschluss und konnte ein Modem anschließen, wenn man wollte. Und inzwischen wissen wir, Nachrichten berichteten, dass die NSA vermutlich alles mitschneidet, nicht nur die Metadaten sammelt. Irgendwann wird es auch heißen, ja, es wird Deep Packet Inspection benutzt. Auch das ist eine Geschichte. Die Medien verlagern sich natürlich auch auf das Internet. Jeder hat Breitbandanschluss. Damit lassen sich Programme in hoher Qualität ansehen und es sind keine teuren, komplizierten Satellitenanlagen mehr nötig. Ich zeige hier kurz unsere Satzschüssel auf dem Dach. Moment, wo ist mein Clip? Hier sehen wir unsere Satzschüssel auf dem Dach. Also das war dann natürlich ein großer Fortschritt damals gegenüber dem analogen Kabelanschluss. Über Satellit, über Astra, wie auch immer, man kann sich den Satelliten ja raussuchen. Da kann man dann diverse Sender empfangen, also ein paar hundert in verschiedenen Sprachen. Außerdem, man könnte natürlich dann das Ganze upgraden auf eine drehbare Satellitenschüssel und dann könnte man sich noch mehr raussuchen an Satelliten und hat dann eben noch mehr Möglichkeiten. Aber inzwischen kann man über das Internet, was wir auch gerade jetzt machen, man kann über das Netz auch ausstrahlen mit ein paar Mbit an Bandbreite. Also unser Abo-Stream in High Definition,
Unser Abo-Stream in High Definition, der wird dann übertragen mit, glaube ich, so 3 Mbit, 3000 kbps. Also das ist schon fast auf Niveau von, ja, Fernsehübertragungen. Die Komprimierung wird sowieso mal besser. Also demnächst gibt es dann irgendwie diesen H264265-Standard oder wie auch immer. Da kriegt man dann irgendwann 4K-Signale, also die Ultra High Definition Signale kriegt man dann mit weniger Bandbreite rüber als jetzige Formate. Also da tut sich einiges. Nichtsdestotrotz, die Leute denken sich, warum sich so ein Ding aufs Dach bauen? Warum überhaupt noch sich diese ganze Verkabelung antun? Ist das denn überhaupt nötig? Also ich kann Ihnen mal hier zeigen, wie das Ganze aussieht. Unsere Satellitenverkabelung hier. Das Ganze ist dann natürlich unter dem Dach. Also das ist hier die das ist Satellitenverkabelung. Und in Zukunft, in den nächsten paar Jahren, wenn sich Leute denken, wozu diesen Plunder? Das braucht doch kein Mensch mehr, sondern die Internetleitungen sind so breitbandig. Da kann man alle möglichen Sender empfangen und deine Entertainment-Pakete und so weiter. Also alles nur noch Internet, 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 Internet. Fernseher sind heute smart, mit dem Internet verbunden. Chromecast, Apple TV, iTunes, Amazon Prime, Netflix, YouTube, alles Internet auf dem Fernseher. Die meisten Fernseher beherrschen das inzwischen. Beziehungsweise man schließt dann irgendwas an den Fernseher an und das Kistchen beherrscht das Ganze dann. Fernseher können uns ausspionieren, siehe Samsung, das ist der Telescreen aus 1984, mehr oder weniger. Also natürlich alle möglichen modernen Fernseher können das. Das heißt, man guckt da Sachen an und man wird auch angeguckt, beziehungsweise man kann angeguckt werden oder auch abgehört werden. Und bald funktioniert natürlich nichts mehr ohne die Updates und so weiter. Das kennt man ja von der PlayStation oder so. Früher konnte man einfach noch alles laufen lassen, ohne irgendwie vernetzt zu sein. Inzwischen geht da nichts mehr ohne die Internet-Updates. Für meine Tochter, und das ist ganz lustig, ist es total irritierend, wenn sie Fernsehen guckt, ab und zu und Werbung kommt oder Sachen nur zu festen Zeiten kommen. Und dass man sich im normalen Fernsehen nicht aussuchen kann, was man ansieht. Das heißt, meine Tochter guckt dann Serien auf, ihre Lieblingsserien auf DVD, den einen oder anderen Film auf Blu-ray, der dann geliehen wird. Beziehungsweise einfach Internetportale, die sich auf Kindersachen spezialisieren. Und da kann man sich die ganze Zeit rauspicken. Okay, man will jetzt genau das gucken. Die Kids müssen nicht rumseppen oder warten oder so sich alle möglichen Sachen da durchgucken, bis sie irgendwas Interessantes finden, sondern die können sich eine Sache angucken und fertig. Und wenn meine Tochter dann woanders ist und dann feststellt, Moment mal, bei denen im Fernsehen, da muss man warten, da kommen nur bestimmte Sachen, hä, wie? Und dann muss ich die Werbung antun? In meiner Kindheit hatten wir 3 Kanäle und dann kam irgendwann das analoge Kabel-TV, also ich bin 31, Sie werden das kennen. Selbst Medien machen ist heute so leicht wie nie dank dem Internet, aber etwas wirklich zu refinanzieren, etwas wirklich Größeres, Professionelles aufzubauen, ist sehr, sehr schwierig, bis fast unmöglich. Ja, sicher, es gibt eine Handvoll YouTube-Millionäre, die nichts anderes machen als Spiele zocken und Blödsinn reden, aber ich rede nicht von Unterhaltungsmedien, sondern von informativen Medien, politischen Medien, wichtigen Medien. Und die Umsonst-Mentalität im Internet trocknet den gesamten Markt aus. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem, auf das ich immer wieder hinweise. Leute wissen teilweise nicht, wie aufwendig es ist, Medien zu machen. Beziehungsweise einfach die Regelmäßigkeit zu gewährleisten. Und diesen Monat irgendwie ich lege das immer auf meinen Geburtstag zusammen. Am 19. Februar ist quasi, das bin ich 31 und Infokrieg Recenter ist 10. Und Sie wissen, meine Damen und Herren, wie wichtig die Medien sind. Wie wichtig es ist, eigene Programme zu etablieren, eigene Stimmen zu haben, nicht abhängig zu sein und zu versuchen, dann irgendwie die Massenmedien zu beeinflussen. Man muss eigene Dinge aufbauen. In Amerika haben das einige Leute vorgemacht und zwar sehr, sehr erfolgreich. Also Leute wie Glenn Beck, Rush Limbaugh und so weiter, Alex Jones. Diese Leute, deren Fundament ist das Radio, das altmodische, ganz normale Radio. AM-Stations, FM-Stations. Also da hocken die dann irgendwo, das Signal wird dann weitergeleitet an so einen Verteilerpunkt, beziehungsweise über Satellit weiterverteilt an die Radioantennen, an die Radiostation und jede Station bedient dann 10.000, 20, 30.000 Leute. Sogenannte Affiliates. Und wenn dann Alex Jones dann zum Beispiel 120 oder 130 Affiliates hat, dann ergibt sich dann ein tägliches Publikum von vielleicht
2, 3 Millionen Menschen. Also sowohl live als auch die Wiederholungen, die ausgestrahlt werden. Also man kann das dann irgendwie halt zu mehreren Tages- und Nachtzeiten erwischen, das Programm. Die Leute hören nach wie vor hauptsächlich Radio. Und diese Einschaltquoten sind besser als das Mainstream-Fernsehen. Es gibt Leute, die haben 5 Millionen Leute, 9 Millionen Zuhörer und so weiter. Also da werden auch richtige Einnahmen generiert mit Werbung. Das ist im Radio wesentlich besser als im Internet. Im Internet lässt sich fast nichts finanzieren. Und vergessen Sie nicht, meine Damen und Herren, in den USA, da gibt es dann ja an den ganzen Schulen, an den Universitäten gibt es da alle möglichen Sachen, die man buchen kann, Kurse, da lernt man schon in der Highschool, wie man ein richtiges Radio macht, wie man mit dem Equipment umgeht. Und inzwischen benutzen die Highschools und Colleges alle TriCaster, so wie wir. Oder 3Plays von NewTek. Übertragen damit die Sportspiele ihrer Highschool-Mannschaft, Football, Baseball, was auch immer. Übertragen das im örtlichen Fernsehen von der Stadt, auch im Web, und kassieren dadurch durch Werbeeinnahmen teilweise 100.000 Dollar im Jahr. Also so läuft das in den USA und bei uns in Deutschland. Da hatte halt einfach hatten die Öffentlich-Rechtlichen so lange das Monopol, dass einfach die gesamte Infrastruktur sich darum entwickelt hat. Inzwischen wackelt das GEZ-Monopol, Gott sei Dank. Und jetzt ist halt eben die Gelegenheit gekommen, auch dann Kurzwellenradio zu benutzen, dass also sich Sender etablieren, dass Leute einfach anfangen zu senden auf Kurzwelle, auf Mittelwelle und sich nicht nur auf das Internet verlassen, sich nicht nur versuchen, im Internet zu bewegen. Weil das wäre viel zu kurzsichtig, meine Damen und Herren. Ja, also die gesamte Infrastruktur an den Schulen, an den Unis und so weiter, man musste dann ein 1-Abitur haben. Ich habe jetzt kein 1-Abitur, aber halt ein 2er-Abitur in Bayern und so. Und dann musste man, ja, dann, wenn man an eine Journalistik-Uni will, dann heißt es dann Numerus Clausus 1,3 maximal oder 1,5 maximal. Abitur muss man haben, sonst kommt man da gar nicht rein. Dann machen die noch eine Gesinnungsprüfung am besten. Und dann sind die Träger von diesen Unis meistens, ja, der Axel Springer Verlag oder Boda oder wie heißen die anderen, Bertelsmann und so weiter. Also das ist wirklich, die ganze Infrastruktur hat sich dann um dieses Ding aufgebaut. Natürlich dann die Privatsender auch noch, die ja da an diesen Firmen gehören. Aber da muss wirklich noch einiges passieren. Also die neuen Medien, meine Damen und Herren, ganz, ganz, ganz wichtig. Außerdem, es ist nicht für irgendeine Spitzelbehörde einfach so nachvollziehbar, wer was auf seinem Radiogerät hört. Deswegen ist das auch so wichtig, meine Damen und Herren, nach wie vor in der Welt. Deswegen da senden verschiedene Regierungen und verschiedene private Gruppen senden über Kurzwelle im Umkreis von hunderten Kilometern, wenn nicht tausenden Kilometern, weil das Signal so weit trägt. Also da werden dann Leute versorgt, die dann das Programm hören oder heimlich hören über Kurzwelle. Unglaublich wichtiger Machtfaktor, meine Damen und Herren. Und die Regierung, wie gesagt, kann nicht einfach so mal eben schauen, wer was empfängt. Im Internet geht das. Im Internet kann die Regierung mit dem entsprechenden Aufwand oder mit den entsprechenden Infrastrukturen kann man dann sehen, okay, wer hört was, wer schaut was. Das ist mit Radio natürlich dann nochmal um einiges anonymer. Es ist an der Zeit, in Deutschland sowas als Werkzeug zu nutzen für politischen Wandel, nicht nur YouTube und Facebook benutzen, außerdem für Krisenvorsorge, Notfallkommunikation. Es geht ja auch darum, wenn dann irgendein Problem auftaucht im Winter, fallen die Strommasten zusammen, weil einfach die Infrastruktur schlecht ist. Oder irgendeine andere Katastrophe kommt, oder irgendwelche Hackerattacken oder weiß Gott was passiert. Dann ist es ganz wichtig, dass es ein Netzwerk gibt aus Funkern, CB-Funker, Amateurfunker, die dann ja, wichtige Aufgaben übernehmen. Und stellen Sie sich vor, ein großflächiger Stromausfall, was ja dank der miserablen Strompolitik in diesem Land immer wahrscheinlicher geworden ist, vor allem im Winter. Also da können Sie sich vorstellen, meine Damen und Herren, können Sie sich vorstellen, wie schnell das passieren kann. Also ein kaskadierender Stromausfall, wie die Kommunikation fällt aus. Kein Facebook, kein Twitter, keine Webseiten, nichts. Man kramt also dann seinen Laptop hervor und kriegt auch kein Netz. Telefone sind auch tot. Handys empfangen kein Signal mehr vom nächstgelegenen Sendemast. Voice-IP natürlich auch alles tot, tot, tot. Ihr Fernseher, ihr schicker Fernseher, geht natürlich dann auch nicht. Sie kramen dann
aus Verzweiflung in irgendeiner alten Schublade und finden ein kleines, finden vielleicht, wenn sie Glück haben, einen TV-Stick, den sie dann an ihren Laptop dran schließen. Ihr Laptop, der dann, was ich, wo ich der Akku dann halb geladen ist. Und dann können sie, wenn sie Glück haben, vielleicht was empfangen, meistens, aber diese TV-Sticks empfangen dieses DVB-Fernsehen, das digitale terrestrische Fernsehen. Also da hängt dann noch so ein kleines, eine kleine Antenne dran, beziehungsweise ist in den TV-Stick integriert. Und damit empfangen sie dann die TV-Signale. Allerdings müssen die Sendeanlagen für DVB relativ nahe an ihrem Wohnort sein. Wenn natürlich dann der Strom ausgefallen ist, dann empfangen sie damit auch nichts. Außerdem werden, glaube ich, 2017 die Frequenzen neu veräußert und die alten DVB-Receiver sind für die Mülltonne. Auch ihr Kabelanschluss ist tot beim Stromausfall und in ihrem Schlafzimmer suchen sie dann irgendwo nach einem Radiogerät, das mit Batterien läuft. Nach etwas Gefummel schalten sie dann das Gerät ein, stellen die gewohnte UKW-Frequenz ihres Lieblingssenders ein, beziehungsweise ihres örtlichen regionalen Nachrichtensenders ein und sie hören nichts. Ultra-Kurzwelle hat eine tolle Tonqualität, aber keine signifikante Reichweite. Die Sendeanlagen befinden sich in ihrer Nähe und sind ebenfalls vom Stromausfall betroffen. Empfängt ihr Radiogerät, ihr Küchenradio oder Badradio oder ihr kleines Handgerät, das mit Batterien läuft, empfängt es auch digitales DAB Plus, haben sie ebenfalls Pech, nämlich sie kriegen kein Signal. Die Reichweite der immer noch beliebten Ultrakurzwellen UKW ist durch den Horizont der elektromagnetischen Wellenausbreitung beschränkt. Abhängig vom Sender- und Empfängerstandort, der Sendeleistung und der Empfangsausrüstung liegt die Reichweite eines UKW-Senders zwischen einigen 10 und bestenfalls 200 Kilometer. Daher besteht ein UKW-Sendernetz aus recht vielen Sendern, die in geringen Abständen meist auf Anhöhen aufgebaut sind. Wenn Sie Glück haben, kann Ihr Gerät noch Mittelwellensender empfangen. Die meisten Geräte, die heute verkauft werden oder das in den letzten paar Jahren verkauft wurden, können keine Mittelwelle mehr empfangen. Sie erinnern sich düster, vor 10 Jahren noch Mittelwellensender gehört zu haben, entweder zu Hause oder vielleicht mit ihrem Autoradio. Die Tonqualität von Mittelwelle ist schlechter, aber die Reichweite ist höher. Man kann Stationen empfangen, die weiter entfernt liegen, also hunderte Kilometer. Sie erinnern sich vielleicht, früher deutschsprachige Sender über Mittelwelle gehört zu haben, aus dem Norden oder sonst irgendwas. Oder aus der Schweiz, Österreich. Also, wenn Sie Glück haben, wählen Sie dann Mittelwellenempfang aus und dann kriegen Sie aber leider nur hauptsächlich Rauschen und fremdsprachige Sender. Das einzige Signal, das wenigstens englischsprachig ist, klingt furchtbar und die Sendung dreht sich um britischen Fußball. Denn die deutschen Mittelwellensender haben ihren Betrieb meistens eingestellt oder auf andere Technologien umgestellt. Vielleicht empfangen Sie noch das deutsche Seenotradio. Das ist ein signifikantes Problem. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist ein sogenannter Weltempfänger, also ein Gerät, das beherrscht dann Ultrakurzwelle, Mittelwelle und Kurzwelle, Shortwave mit der höchsten Reichweite. Und ich habe dann mal heute Mittag rum dann einen Suchlauf gestartet in der Mittelwelle, Mittelwellenbereich. Das heißt, mit den heutigen Geräten, die haben dann so praktische Funktionen, da drückt man dann so einen Knopf und dann sucht ihr dann den gesamten Bereich ab. Und listet dann die empfangbaren Sender. Man kann dann mit einem Knopfdruck oder mit einem Klick mit einem Drehrad kann man dann vom einen Sender zum anderen springen. Man muss also nicht mehr irgendwie alles Mögliche aufschreiben oder mühselig da rumdrehen, bis man irgendwas empfängt, sondern das Ganze ist wesentlich einfacher. Allerdings habe ich da nicht sonderlich viel empfangen, denn die meisten Mittelwellensender fangen dann irgendwann nachmittags, abends bzw. nachts an zu senden. Denn wie gesagt, die meisten Sender denken, ja, die Leute sind eh auf der Arbeit, das lohnt sich von Einschaltquoten eher, wenn dann ja, der Tag schon ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Also wenn Sie einen Notfall haben, dann empfangen Sie über Mittelwelle wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel. Es ist im Gespräch, dass man den einen oder anderen Notfallsender oder Regierungssender bereithält. Und da haben Sie dann vielleicht immer noch Glück. Ja, ich kann das auch jetzt mal demonstrieren hier, was ich dann vielleicht empfangen kann. Und zwar habe ich hier mein Gerät und probiere einfach mal, was sich empfangen lässt über Mittelwelle um diese Stunde hier. Es ist jetzt fast 7:30. Ja, das Ganze.
Das Ganze geht relativ schnell. Wir wählen unsere Mittelwelle aus und wir starten den Sendersuchlauf. Das ist in einer Minute ungefähr vorbei. Und dann sehen wir mal, was wir reinkriegen. Da oben ist auch immer ziemlich praktisch zu sehen, wie viele Stationen reinbekommen werden. Also wir sind jetzt bei knapp 30 Stationen. Allerdings nicht jede Station, die dann quasi in den Kurzspeicher geladen wird, ist ein richtiger Sender. Häufig sind es einfach nur so komische Geräusche, beziehungsweise sind das dann digitale, also Tonsignale, die dann eigentlich dann Daten übertragen sollen. Okay, schauen wir, was wir mal gefunden haben. Drehen wir die Lautstärke ein bisschen auf. Also die Ausbeute ist sehr, sehr mager. Schlager. Dass wir eine zu starke Friedensbewegung haben, die sie also in Schlingern bringt in ihrer Politik. Viele Friedensbewegte betrachten die Vorgänge mit einer Art resignativer Nüchternheit. Für. Also, Sie können sich das vorstellen, meine Damen und Herren, das ist ein bisschen schwieriger geworden. Im Gegensatz zu früher, wenn Sie natürlich dann eine Fremdsprache oder zwei sprechen, ist es noch wesentlich einfacher. Sie hören dann auch meistens abends und nachts, hören dann englischsprachige Sender bzw. holländische Sender und so weiter. Noch interessanter ist die Kurzwelle, da hören Sie dann auch nachts, abends und so weiter, hören Sie dann rund 100 Sender, 120 bzw. 120 Signale aus dem Mittleren Osten. Das können Sie dann ziemlich schnell hören. Sie können dann mal raten, welche Sprache das jeweils ist. Russische Sachen, polnische Sachen hören da sehr, sehr viele Sachen. Und abhängig natürlich dann von Ihrem Equipment, von der Größe Ihrer Antenne und so weiter. Das ist dann auch nochmal das entscheidende Kriterium. Okay, die Mittelwellenübertragung soll angeblich nicht mehr nötig sein wegen der Verfügbarkeit von dem Internet, DAB und Satellit. Was aber, wenn Internet, DAB und Satellitenempfang ausfallen, beziehungsweise wenn man selber nicht den Strom hat, um das alles zu betreiben? Was dann? Was soll man dann machen, wenn man dringend Informationen benötigt? Der angestrebte Mittelwelle-Ersatz namens DAM konnte sich unter anderem aufgrund technischer Mängel nicht durchsetzen, da es tatsächlich störungsfrei nur im Nahbereich um die Sendetürme funktionierte. Die Aufrechterhaltung einiger Mittelwellensender als Backup dürfte sich vermutlich jedoch nur schwer rechtfertigen lassen. Länder wie Österreich, die Schweiz, Finnland oder Schweden haben bereits alle ihre AM-Sendeanlagen verloren, während Dänemark per Gesetz den Betrieb seines Langwellensenders Kalundborg auf 243 Kilohertz hauptsächlich zwecks Übertragung des Seewetterberichts erhalten hat. Man steht also da ohne Informationen. Hoffentlich werden dann einige findige Leute dann in der näheren Zukunft die freigewordenen Frequenzen nutzen, werden dann vielleicht dann wieder neue Sender etablieren, die dann ihr Publikum finden. Wenn Sie im Moment, also wenn Sie quasi, wenn der Strom ausfällt und Sie haben keine Informationen, Sie haben keine Kommunikation, dann stehen Sie erstmal dumm da. Ihre Nachbarn wissen auch nicht weiter. Und in einer Katastrophensituation, da hören Sie dann: Oh, die Feuerwehr hat Notstrombetrieb und erhält über Funk Informationen. Dummerweise sind die Informationen knapp und nichtssagend. Von der Polizei und Feuerwehr kommen dann nur Beschwichtigungen, dass alles bald wieder seinen gewohnten Gang gehen würde. Einen Tag später sind die Gesichter der Beamten aber vielleicht besorgter. Nun heißt es, dass es noch ein paar Tage dauern werde, bis der Strom wieder da sein wird. Sie müsste sich gedulden und so. Das würde schon alles wieder werden. Angeblich. So müssen sich diese Situation vorstellen. Also, das heißt, Ihr Sat-Receiver, so wie Sie ihn hier sehen, spuckt da nichts mehr aus, beziehungsweise Sie haben keinen Strom, um das Ganze zu betreiben und sitzen hier im Trocknen.
Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Nachbarn, der hat dann Mordsantennen auf dem Dach, irgendwelche Hobbyfunker in ihrer Umgebung, die kriegen natürlich dann Informationen rein, wenn sie denn auch Strom haben, wenn sie Notstrom haben. Also da wird dann irgendwas zusammengeworfen und schon kriegt man vielleicht wieder ein paar Informationen rein. Das ist pures Gold wert. Sie wissen, dass der Treibstoffvorrat der Behörden sehr knapp ist. Sie wissen, wie verwundbar eine Zivilisation wie die deutsche ist ohne Strom. Was sie nicht wissen, ist, wie schwerwiegend die Situation ist und ob sie vielleicht in eine andere Gegend flüchten sollten, wo es vielleicht noch Strom gibt. Das absolute Minimum, das man in einer solchen Situation haben sollte, ist ein Kurzwellenempfänger, auch bekannt als Weltempfänger. Der ein oder andere erinnert sich, solche Dinge im Urlaub benutzt zu haben früher, um auch im Ausland Sender wie die Deutsche Welle zu empfangen. Das war, bevor das Internet populär wurde und man selbst am Strand Wi-Fi bekam. Aus dieser Zeit gibt es immer noch hervorragende analoge Geräte. Falls man ein solches noch besitzt, sollte man es gründlich prüfen oder prüfen lassen, denn bestimmte Bauteile können sich im Laufe der Zeit abnutzen. Also Crystal Rot, Crystal Degradation. Und bei alten analogen Geräten muss man das Frequenzband wählen und dann per Drehregler oder per Knopf die Frequenzen durchsuchen, bis man etwas Passendes findet. Erwarten Sie aber heutzutage nicht, immer noch Sender wie die Deutsche Welle über Kurzwelle zu empfangen. Die haben nämlich den Kurzwellenbetrieb eingestellt. Ebenso englischsprachige Sender wie die BBC. Die BBC überträgt noch in den Mittleren Osten per Kurzwelle, um dort halt eben, ja, propagandalos zu werden. Aber nicht mehr wirklich in Europa. Um heute etwas Anständiges reinzubekommen, braucht man größere Antennen, gegebenenfalls Signalverstärker. Beliebt sind kleine, kompakte Geräte wie dieses hier. Also dann Made in China natürlich. China interessanterweise flutet die Märkte weltweit mit solchen günstigen Geräten. Und China liefert die Sender gleich mit. Also sie empfangen hier in Deutschland abends und so weiter, oder auch tagsüber, nicht den ganzen Tag. Sie empfangen deutschsprachige chinesische Sender, Nachrichtensender. Sie empfangen auch englischsprachige chinesische Sender über Kurzwelle. Kein Problem. Das ist nicht interessant, meine Damen und Herren. Die Chinesen nutzen das Medium, während die westlichen Sender die Ausstrahlung in Europa über Kurzwelle beenden und nur noch im Mittleren Osten, Asien und sonst wo senden über Kurzwelle. Die digitalen Prozessoren und andere Bauteile sind so günstig geworden, dass die Bedienbarkeit und Tonqualität moderner Geräte enorm hoch ist. Bevor es das Internet gab, konnte man über Kurzwelle alles Mögliche aus der Welt empfangen. Viele ausländische Sender sind in englischer Sprache. Man bekommt also mehr Meinungen, mehr Perspektiven, mehr Informationen, die vielleicht im eigenen Land unter den Tisch gekehrt werden. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Denn in Ihrem Land, also wenn Sie jetzt hier beispielsweise in Nordrhein-Westfalen sitzen oder in Bayern oder in Hessen oder in Sachsen oder mitten in Berlin, egal wo Sie sitzen, Sie sind immer beschränkt in Ihrem Empfang mit ja, den normalen UKW-Sendern. Wegen der geringen Sendereichweite. Das heißt, Sie bekommen dann Ihre 15, 20 Sender rein und die berichten alle das Gleiche. Wenn Sie einmal Nachrichten hören, im Radio und dann durch die von Sender zu Sender springen, ist es fast der gleiche Wortlaut. Es sind immer die gleichen Meldungen, abgelesen von den Nachrichtenagenturen. Hier kriegen Sie also wirklich nur die fünfmal zensierte Variante von einer Nachricht. Und wenn Sie dann auf Radio angewiesen sind, dann hätten Sie dann, ja, dann ist es sehr vorteilhaft, wenn Sie auch Mittelwellensender und Kurzwellensender empfangen aus dem Ausland, wo sie dann andere Nachrichten hören, wo sie vielleicht unzensierte Stimmen hören. Es gibt auch, ja, Piratensender oder es gibt auch kleine unabhängige Sender. Sie kriegen auch, was ich so christliche Programme rein. Also früher war das noch besser. Da gab es alle möglichen Patriot Stations, Militia Stations, also Radiosender aus den USA. Die konnte man teilweise hier noch empfangen. Inzwischen empfängt man, glaube ich, nur noch solche Christensender aus den USA, irgendwelche Ministries. Aber das kann alles wieder kommen, meine Damen und Herren, auch hier in Europa. Also, dass dann über Shortwave alle möglichen Leute wieder ausstrahlen, die Leute das empfangen. Ganz, 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 ganz wichtig. Für den normalen Radiohörer ist es vielleicht am Anfang etwas verwirrend, so viele Frequenzen zu haben, also von 3000 bis 23.000 Kilohertz. Manche Geräte mehr und manche weniger an Bandbreite. Außerdem teilen sich manchmal mehrere Sender dieselbe Frequenz. Ein Sender strahlt 6 Stunden am Tag Programm aus, dann folgt vielleicht 1 Stunde Programm eines anderen Senders und so weiter. Und dann ändern die Frequenzen, also das ist sehr, sehr ungewohnt. Hilfreich sind hier automatisierte Suchfunktionen. Man drückt einen Knopf und das Gerät sucht alle Frequenzen ab nach Signalen, die einigermaßen deutlich empfangbar sind. Ist der Suchlauf beendet, kann man per Knopf oder Rad von einem empfangbaren Sender zum nächsten springen.
Dies ist sehr praktisch und man sollte diesen Suchlauf regelmäßig wiederholen, weil zu jeder Tages- und Nachtzeit andere Stationen empfangen werden. Auch das Wetter und Jahreszeiten haben einen Einfluss. Manchmal empfängt man Sender aus tausenden Kilometern Entfernung. Was auch möglich ist, ist, dass einfach dann ja Programme, die empfangen werden, dass die dann von jemandem erneut ausgestrahlt werden, mit einer Lizenz oder ohne. Das ist auch sehr beliebt, dieses Relaying, und dann können natürlich dann Programme auch weiteren Weg zurücklegen und so weiter. Regierungen senden gerne über Kurzwelle und versuchen gerne fremde Bevölkerungen mit Informationen und auch Propaganda zu versorgen. In manchen Ländern sind Fernsehen, Internet und normales Radio stark zensiert und die Kurzwelle ist die einzige Möglichkeit, alternative Informationen zu bekommen. Regierungen hassen teilweise die Kurzwelle, also feindliche Kurzwellensender, so sehr, dass Störsender, Störantennen, Störanlagen gebaut werden, die dann den Empfang verhindern sollen. Also probieren wir kurz nochmal den Kurzwellen-Shortwave-Empfang. Auch wenn wir hier natürlich sehr stark begrenzt sind, weil wir hier ganz unten im Studio sehen und ich jetzt die Antenne nicht wirklich komplett ausfarbe, wie dem auch sei. Schauen wir, was wir reinkriegen. Wir wählen Shortwave, starten den Sendersuchlauf und warten einfach mal, was reinkommt. Wie viele Sender tatsächlich empfangen werden, jetzt um 8:30 Uhr abends am 12. Februar 2015. Sie können uns unterstützen, meine Damen und Herren. Unser Programm, unser Nachrichtenprogramm, unser Prepping-Programm, unsere gesamte Bandbreite an Medien können Sie unterstützen mit Ihrem Einkauf im Recenter Shop. Sie finden uns im Netz unter der Adresse prep.recenter.com. Hier ist die Seite prep.recenter.com. Und hier finden Sie auch dann den Link zu unserem Shop, beziehungsweise finden Banner, die dann zum Shop leiten. Das Ganze ist hier. Und shop.recenter.com finden Sie uns. Ausrüstung, Kleidung, Lebensmittel vor Ort, Gesundheit, Bücher, Dokufilme, unser Recenter HD-Abo, mein Buch, das Böse entschlüsselt. Inzwischen interessieren sich auch Agenturen dafür. Es wird nur eine Weile dauern, bis das Ganze dann tatsächlich komplett vermittelt ist. Wie dem auch sei, finden alle möglichen interessanten Ausrüstungsgegenstände. Natürlich finden Sie auch hier unter Ausrüstung die Abteilung Funk. Allerdings haben wir hier nur einen Bruchteil erst tatsächlich hier gelistet. Wir können aber alles Mögliche liefern. Fragen Sie uns gegebenenfalls einfach mit einer E-Mail. Moment, wo bin ich hier? Stromtarnung, Kommunikation. Habe ich die Anordnung geändert? Oder jemand anderes. Funktechnik. Unter Funktechnik finden Sie also die verschiedenen Unterkategorien, verschiedenen Geräte. Falls Sie etwas brauchen, was hier nicht gelistet ist, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an shop@recenter.com. shop@recenter.com oder nutzen Sie das Kontaktformular, wenn Sie ganz runter scrollen. Also hier finden Sie dann die Funkscanner und PMR-Geräte und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, das können wir Ihnen alles besorgen, die Antennen und die Verstärker und die Messgeräte und so weiter und so fort. Wer noch da mal im Büchermarkt durchkäme nach den besten, aktuellsten Büchern über die Funktechnik, da können Sie dann sehr, sehr schnell sich die Fähigkeiten aneignen, beziehungsweise sich auch die Erlaubnis aneignen für Amateurfunk. Für CB-Funk ist sowas ja nicht mehr notwendig, da brauchen Sie keine Erlaubnis mehr, auch keine Gebühren mehr zahlen oder irgendwas. Ganz, 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 ganz wichtig. Also auch Funkscanner nach wie vor beliebt. Mit einem Funkscanner empfängt man alle möglichen Signale. Und obwohl die Nutzung von Funkscannern in vielen europäischen Ländern mittlerweile liberalisiert ist, gibt es immer noch Unterschiede in den nationalen Gesetzgebungen, die Sie beim Betrieb von Scannern beachten sollten. Also beispielsweise ja die Albrecht-Funkscanner, die wir anbieten, werden mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Achten Sie in der Produktbeschreibung auf die Angabe der empfangbaren Frequenzen. Mein Suchlauf ist hier gerade fast beendet. Wir sind jetzt gerade fast bei 23.000 Kilohertz. Und mal gucken, ob wir irgendwas reinkriegen hier unten. Bei einem Funkscanner, da finden Sie dann einfach die Produktbeschreibung hier im Shop. Da müssen Sie genau hingucken. Manche Leute fragen immer, okay, was kann ich damit alles empfangen? Was darf ich damit alles empfangen? Da informieren Sie sich natürlich dann am besten.
in dem jeweiligen Land, weil Leute hören uns jetzt zu aus Österreich, aus der Schweiz und so weiter. Das ist in jedem Land anders geregelt. Also beispielsweise gibt es da, glaube ich, den Frequenzbereich so ein 60 bis 70 Megahertz und so weiter. Das ist dann, glaube ich, der berühmte Bossfunk, der Behördenfunk. Den darf man hier, also den Polizeifunk, den darf man in Deutschland nicht abhören. In USA darf man das. Und das machen zum Beispiel Reporter. Die sind dann sofort immer an Ort und Stelle des Geschehens. Das heißt, die Reporter hören in den mobilen Vans, hören dann den Polizeifunk, kennen die Polizeicodes und wissen, oh, ein Code 23 in der So-und-so-Straße und fahren dann sofort hin. Ja, Kriminelle benutzen auch Funkscanner, beziehungsweise Leute informieren sich einfach gerne. Das heißt, vor allem, wenn irgendeine Notsituation ist, irgendein Sturm oder irgendwas anderes oder eine Gefahrensituation, Straßensperren und so weiter. Also viele Leute hören da in den USA einfach gerne in den Polizeifunk rein und kriegen dann ungefilterte Informationen, die nicht erst an die Nachrichtenmedien geliefert werden und dann irgendwie erst im normalen Radiosender dann gezeigt werden, sondern man hört direkt, was die Polizei redet, beziehungsweise ob irgendwelche Gefahrsituationen da sind in der näheren Umgebung. Wir Deutschen dürfen das leider nicht. Wir dürfen auch nicht erwischt werden mit einem Gerät, wo dann solche Frequenzen eingespeichert sind, weil das wird einem dann ausgelegt als Beweis, dass man solche Frequenzen auch hört. Achten Sie darauf, nicht alle Funkscanner können diese Frequenzen, diese Polizeifrequenzen empfangen, beziehungsweise bestimmte Frequenzen, die in anderen Ländern anders genutzt werden. Schauen Sie also genau in die Produktbeschreibung rein, welche Frequenzbereiche hier abgedeckt werden. Und so weiter und so fort. Außerdem immer mehr der Polizeistationen und so weiter in Deutschland stellen um auf den digitalen Behördenfunk Boss. Wie dem auch sei, sie kriegen ja auch Flugfunk, sie kriegen technisches Hilfswerk, sie kriegen alle möglichen Sachen rein, Feuerwehr und und. Das heißt, auch hier bleiben sie immer recht gut informiert. Funkscanner haben nach wie vor einen hohen Nutzwert, gerade in Notsituationen. Und manche Leute sagen dann, ja, aber es gibt auch Handy-Apps wie Police-Scanner. Also lädt man sich einfach wieder mal im Internet diese App runter und schon kann man hier doch quasi, dann hat man das gleiche wie mit einem Funkscanner. Nicht wirklich. Also erstens mal, das Telefon kann nicht wirklich die Signale selber empfangen, das Handy, sondern man empfängt quasi einen Internet-Stream in meistens hundsmiserabler Qualität von Polizeiscannern. Das heißt, irgendjemand hat einen echten Polizeiscanner, kriegt das Signal also rein und das Signal wird dann komprimiert und dann im Internet ausgestrahlt an diese Apps. Das heißt, sie haben also ein eh schon komprimiertes Funksignal, das dann nochmal stark komprimiert wird in MP3 oder irgend so ein Format. Das klingt meistens furchtbar, man versteht nichts. Also was ich da diese verschiedenen Apps, die da angeboten werden. Das ist dann, wie gesagt, eher so eine Spielerei. Beziehungsweise Leute in den USA nutzen das, denke ich, dann relativ häufig, weil sie keinen Bock haben, sich einen richtigen Funkscanner zu holen. Nichtsdestotrotz halte ich relativ wenig davon. Ich weiß gar nicht, ob deutsche Signale empfangbar sind. Wahrscheinlich eher nicht, weil irgendwann werden die Leute raufgespürt, die das Ganze dann relayen. Also kaufen Sie sich lieber einen richtigen Funkscanner. Funkscanner gibt es als Handgeräte, Mobilgeräte und Stationsgeräte. Also hochwertigere Geräte haben einen durchgehenden Empfangsbereich von einigen Kilohertz bis 3,3 Gigahertz. In allen Modulationsarten wie AM, FM, SSB und CW. Hören wir mal kurz rein, wenn wir überhaupt irgendwas reinkriegen über Kurzwelle. Also das sind dann die Signale, die am weitesten, die weitesten Wege zurücklegen. Teilweise bis zu ta also tausende Kilometer. Bestimmten atmosphärischen Bedingungen. Sogar über den großen Teich. Also nachts empfangen sie teilweise amerikanische Programme. Wir sitzen jetzt hier im Keller. Also da ist es hier nicht wirklich möglich, was Gescheites zu empfangen. Da können wir Ihnen in der Zukunft auch mal ein bisschen mehr zeigen. Sie können uns heute Abend schreiben an die üblichen eingeblendeten Adressen zu dem Thema oder zu irgendwelchen anderen Themen. Wie Sie wollen, meine Damen und Herren. Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@recenter.eu, info@recenter.eu oder schreiben Sie uns an unseren Skype-Namen infokrieg-hr.
HQ-Infokrieg-HQ. Ganz kurzer Einspieler für den Recenter Shop und wir sind dann gleich wieder für Sie da mit dem Rest unserer Sendung. Must be unstoppable, because there is no off-season, and the big game could happen at any moment. 5-11 Tactical, always be ready. Zurück, meine Damen und Herren, live am 12. Februar 2015. Heute geht es um das Comeback von Funktechnologie und das Comeback von Medien über Funk, über Radio, also die totgeglaubten Technologien, werden in der näheren Zukunft eine wesentlich größere Bedeutung haben. Hier schickt uns jemand ganz interessant Fotos. Will ich Ihnen auch gleich mal zeigen. Eine Sekunde. Und zwar schreibt uns hier Edwin, Namen Alex. Hier sind Bilder über Bilder von richtig dicken Antennen. Also die Amateurfunkszene bzw. die CB-Funkszene ist nach wie vor sehr aktiv. Ich schaue mal kurz hier in diese Fotos rein. Also hier hat jemand ein richtig dickes Teil hier. Gucken Sie mal rein hier, also das ist hier aus der Nachbarschaft. Heiliger Bimbam. Ist das eine Radiostation oder ist das hier jemand, der es wirklich ernst meint? Okay, das nenne ich mal wirklich eine Antenne auf dem Dach. Und dann hier noch ein weiteres Bild. Und, ah ja, genau, das war hier das. Das ist hier die größere Aufnahme. Also wir sehen hier dieses riesige Gerüst und da ist dann die Antenne dran mit verschiedenen Einzelteilen. Heiliger Bimbam. Also es ist kein Handymast, meine Damen und Herren. Das ist kein Handymast. Das ist tatsächlich eine Funkantenne. Da wo ich herkomme, gab es im Ort eine Bundeswehrkaserne in Feuchtwangen. Die wurde dann irgendwann geschlossen und umfunktioniert zur Bayerischen Bauakademie und man sah dann eigentlich immer, das war immer das bekannte Stadtbild, man sah aus der Umgebung eine, ich weiß gar nicht, 30, 40, 50 Meter hohe Riesenantenne, womit noch die Russen abgehört wurden. Und jemand in der Familie war bei der Bundeswehr eine ganze Zeit lang und war dort Funker und hat dann auch immer die Ruskis abgehört und erzählt dann auch immer die Geschichten, wo er dann ja, diverse feindliche Funker dann teilweise erkennen konnte an den kleinen Eigenheiten und so weiter. Das kann man auch in diverser Literatur mal sehr gut nachlesen. Wie dann, meine Fresse, kann man nachlesen, wie das Ganze dann funktioniert. Also man kann sich hier eindecken mit Equipment zu relativ vernünftigen Preisen. Womit wir auch schon beim CB-Funk wären.
Und zwar, was Sie hier sehen, ist ein Handgerät. Das heißt natürlich dann, das Ganze ist eher für die kurzen Distanzen geeignet. Sie können natürlich dann weitere Antennen dran schrauben, also richtig lange Antennen dran schrauben, beziehungsweise den Anschluss auch benutzen, um eine stationäre Antenne per Kabel anzuschließen. Das hier ist das Allen 42 Multi. Lässt sich also verwenden, tragbar mit Batterien oder Akkus, mobil. Es lässt sich im Auto verwenden mit dem beigelegten Zubehör. Das heißt, Sie haben dann ja Ihr klassisches CB im Auto, brauchen natürlich dann eine Antenne, die dann auf dem Auto drauf sitzt und schließen das Ganze dann mit dem beigelegten Zubehör an Ihren 12-Volt-Anschluss, an Ihren Antennenanschluss. Außerdem können Sie sowas auch zu Hause verwenden als Basiseinheit, können auch dann selbstverständlich Kopfhörer anschließen und so weiter, Lautsprecher. Wie auch immer. CB-Funk Citizens Band ist die Jedermann-Funkanwendung, öffentlich, kostenfrei nutzbarer Sprech- und Datenfunk, dem ein Frequenzband um 27 MHz zugewiesen ist. 1996 wurde der Frequenzbereich dankbarerweise um die Kanäle 41 bis 80 erweitert, sodass der CB-Funk in Deutschland heute über 80 Kanäle verfügt, die teilweise auch für digitale Betriebsarten und die Modulationsart SSB freigegeben sind. Also, who, more shit, more service. Seit Dezember 2011 darf zunächst befristet bis Ende dieses Jahres, nämlich bis zum 31. Dezember 2015, auf den Kanälen 1 bis 40 mit 4 Watt in AM und FM sowie mit 12 Watt in SSB gesendet werden. Man will natürlich verhindern, dass alle möglichen Amateure mit viel zu viel Leistung dann allen anderen Leuten kreuz und quer reinfunken. Deswegen braucht man natürlich dann diverse weitere Lizenzen und so, um dann auch einen richtigen Verstärker dran zu klemmen. CB-Funk wird für alle Arten von privater, nicht kommerzieller Funkkommunikation benutzt, also persönliche Informations- und Meinungsaustausch. Ist auch für Sicherheit gedacht, das heißt für ihr persönliches Umfeld. Das heißt, sie können dann mit ihren Lieblingsnachbarn kommunizieren, auch ohne Handy, auch ohne Telefon, auch ohne Internet, beziehungsweise mit ihrer Familie im nächsten Ort oder im übernächsten Ort. Auch das ist kein Problem mit CB. Ähnlich wie in Internet-Chatrooms kann hier jeder mit jedem kommunizieren, ohne ihm jemals begegnet zu sein. Die mit CB-Funkgeräten erzielbare Reichweite ist von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel Sendeleistung, Antennenbauart, Antennenstandorten, umliegender Bebauung abhängig. Mit auf dem Hausdach montierten Stationsantennen, meist Vertikalstrahlern, deren mechanische Länge so bis 6 Meter entspricht, sind Reichweiten von ca. 20 bis 80 Kilometer möglich. Durch den Einsatz von Richtantennen kann die Reichweite erheblich gesteigert werden. Bei Verwendung von Mobilantennen beträgt die Reichweite normalerweise etwa 10 bis 30 Kilometer. Mit langen Mobilantennen, also bis 2,5 Meter, können abhängig natürlich von Standort und Montagehöhe manchmal fast so große Reichweiten wie mit Stationsantennen erzielt werden. Also gerade fürs Auto ist das interessant. Dann natürlich in jedem Land sind die Regeln ein bisschen anders. Informieren Sie sich in dem jeweiligen Land, also ob Sie jetzt aus Österreich kommen, aus der Schweiz oder wie auch immer. Und schaffen Sie sich ein Netzwerk aus Funkern. Also Relays mit Leuten, die Sie kennen, um weit entfernte Freunde, Verwandte zu erreichen. Im Katastrophenfall koordinieren Funker lebenswichtige Dienste. Und dann gibt es noch etwas. Moment, das muss ich jetzt hier hervorkramen. Erstmal die anderen Sachen hier zur Seite stellen. Und zwar die beliebten PMR-Geräte. Und zwar handelt es sich hier um etwas für, ja, sehr, sehr kurze Distanzen, also wenige Kilometer. Auch bezeichnet als Hunting Radios. Hunting, also für die Jagd ist das geeignet, beziehungsweise auch für Patrouillen oder einfach für Leute, die Förster oder was auch immer, die einfach in ein bestimmtes Gebiet hier einfach patrouillieren. Dafür ist PMR auch geeignet. Und Sie haben ja eine recht breite Auswahl. Die finden Sie natürlich auch bei uns im Recenter-Shop von den Geräten. Da gibt es dann ja diverse Preisklassen, diverse Ausrüstungsmerkmale und so weiter, die sich natürlich unterscheiden. Und diverse andere Features, Wetterfestigkeit und so weiter. Und kann Ihnen das jetzt hier. Ihnen das jetzt hier zeigen, also sowas zum Beispiel hier. Das Ganze ist ein Funkkofferset, wird hier im Hartschalenkoffer geliefert. Das sind hier die beliebten Midland Radios. Die, glaube ich, die 7er Serie. Und
Da gibt es verschiedene Sets, also Sie können sich dann quasi Ihre Kombination raussuchen, mit welchem Zubehör. Hier handelt es sich um das Midland G7 XTR, ist eigentlich so der Verkaufsschlager schlechthin. Also hier kriegen Sie zwei Funkgeräte, zwei Akkupacks, Standlader, einen Doppelstandlader und zwei Headsets. Kriegen natürlich dann auch andere Kombinationen aus Zubehörteilen und so weiter, dem, was Ihnen wichtig ist. Also das ist auch eine der Dinge, die wir sehr häufig verkaufen, weil es einfach einen sehr, sehr hohen Nutzwert hat. Und PMR, ja, für die eigene Stadt, beziehungsweise eigene Stadtteil, für die Jagd, Patrouille, Walkie-Talkies, also moderne Walkie-Talkies. Gesprächsaufbau erfolgt sofort, ohne dass man Nummern wählen muss, ohne Klingelsignale oder eher sonstige Verfahren. Also man hat 8 Kanäle auf Frequenzen um die 446 MHz. Eine Sendeleistung von 500 Milliwatt bei einer maximalen Reichweite von 4 bis 5 Kilometern. Die Leistung ist natürlich dann vom Gesetzgeber auch eingeschränkt. Das heißt, die Hersteller müssen sich dann an diese Vorgaben halten. Es gibt dann Leute, die modifizieren ihre Radios. Das darf man natürlich dann nicht machen. Beziehungsweise versprechen sich dann, erhoffen sich dann eine grandiose Leistungssteigerung, die aber gar nicht so grandios ausfällt und die Batterien sind dann teilweise 5-mal schneller leer. Also da sollte man wirklich genau überlegen, was man dann treibt mit seinen Hunting-Radios. Also von Midland zum Beispiel, die wir auch ausliefern, da gibt es dann auch die in Camo-Farben beziehungsweise die wetterfesten Hunting-Radios. Der eine oder andere meinte dann, ja, warum importiere ich nicht eine ausländische Version von diesen Hunting-Radios, die dann mehr Leistung haben? Ja, auch da gibt es dann wieder diverse Nachteile. Maximal erzielbare Reichweite hängt wesentlich von den Umwelt-Umgebungsbedingungen ab, auf freiem Feld oder von Bergen oder hohen Gebäuden aus ist die Reichweite am größten. Die Reichweite wird im Wesentlichen nur durch Hindernisse im Ausbreitungsbereich begrenzt, wie Gebäude, Baumbestand, Hügel, größere Metallkonstruktionen. Innerhalb von Fahrzeugen oder Stahlbetonkonstruktionen kann die Reichweite geringer werden. Normalerweise erreicht man in städtischen Umgebungen mit Gebäuden ähnlichen Hindernissen 1 bis 2 Kilometer. Im Freien mit wenigen Bäumen, Büschen oder kleineren Häusern kann man maximal 4 bis 6 Kilometer erzielen. Im offenen Gelände ohne Hindernisse, Sichtverbindungen und so weiter mehr als 12 Kilometer möglich. Und dann gibt es noch den UHF, beziehungsweise auf anderen vergessen, den Amateurfunk, dieser ist lizenzpflichtig. Da gibt es dann die Funkerclubs, da können Sie sich einfach mal im Internet oder sonst irgendwo umhören. Wo Ihr nächstgelegener Amateurfunkerclub ist, Vereine und so weiter. Die können Ihnen dann weiterhelfen, können sich dann anmelden oder sich die Bücher besorgen, die Prüfung ablegen. Und dann können Sie sich die richtigen Geräte holen, also die ganz großen stationären Transceiver. Da, also ein offiziell anerkannter Funkdienst, das ist weltweit geregelt. Da gibt es dann Lizenzen für den nationalen Funk, für den internationalen Funk, yada yada. Die Prüfung ist notwendig, weil lizenzierte Funkamateure automatisch damit sogar das Recht erhalten, ihre Funkgeräte selbst bauen zu lassen, beziehungsweise gekaufte Geräte für ihre Zwecke zu verändern, ohne dass die Geräte selbst zugelassen sein müssen. Da gibt es dann auch ja, verschiedene Möglichkeiten, außerdem die Distanzen, die man erreichen kann, sind erheblich. Einschränkungen für die Geräte gibt es in Europa eigentlich nur wenige. Fertige Geräte müssen ein Mindestmaß an Sicherheit nach diversen Normen einhalten und ein CE-Zeichen tragen. Also quasi, das darf nicht so zusammengeschustert sein, dass man sich dadurch einen elektrischen Schlag holt und daran verreckt. Das ist aber auch eigentlich fast schon alles. Und schon können Sie dann damit starten. Das heißt, falls die normalen Technologien nicht verfügbar sind, das Internet nicht verfügbar ist, haben Sie Ihren Funk. Können auch dann ja mit irgendwelchen Militias funken in den USA oder sonst irgendwo. Mit irgendwelchen Refuse-Nicks, irgendwelchen unbequemen Bürgern oder was auch immer. Es gibt auch EU-Staaten, die beim Handel verkäuflichen Amateurfunkgeräten auf VHF, UHF eingeschränkte Frequenzbereiche fordern, wie zum Beispiel Österreich, Frankreich und Spanien. Auch wenn in Deutschland viele Amateurfunkgeräte also einen größeren Frequenzbereich haben, dürfen Funkamateure nur auf den für sie freigegebenen Frequenzen arbeiten, außer eventuell in bestimmten Notfallsituationen. Für andere Zwecke dürfen die Geräte grundsätzlich nicht benutzt werden, auch wenn dies technisch möglich wäre,
Also da sollte man hier genau aufpassen, ansonsten kriegt man dann Besuch von sehr, sehr schlecht gelaunten Leuten, die für den Staat arbeiten und das Ganze kann dann Konsequenzen haben, also Mitnahme der Geräte und diverse andere Dinge. Vielleicht kurz noch, dass ich diese PMR-Geräte nochmal zeige. Und zwar die beliebten G7 XTRs. Immer empfehlenswert, dass Sie das im Set kaufen, beziehungsweise mit diesem Hartschalenkoffer. So sparen Sie sich dann die Probleme mit der Aufbewahrung und so weiter. So, mal schnell reinzoomen. Also das hier ist das Gerät. Wie gesagt, die Preise sind sehr, sehr angenehm. Die Qualität ist auch sehr, sehr gut. Also die meisten Leute sagen immer, hey, ich will so ein fettes Motorola. Können wir auch liefern. Nichtsdestotrotz. Sehr, sehr aufwendig gestaltet, auch die Konstruktion von diesem Gürtelclip hier, beziehungsweise diesem Ansteckclip. Sehr, sehr zuverlässig und das Ganze ausgelegt hat für eine sehr, sehr lange Betriebsdauer, beziehungsweise wenn mal was kaputt gehen sollte, also wenn das Ganze dann mal tatsächlich ruiniert wurde, dann können Sie das auch relativ günstig ersetzen. Hier haben wir die Anschlüsse rechts für den externen Lautsprecher, beziehungsweise für ein externes Mikro. Also hier haben Sie die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen stationärer einzusetzen. Ich glaube jetzt nicht, dass man die Antenne entfernen kann. Da gibt es auch andere Modelle, wie dem auch sei. Also das hier ist das G7 XTR. Die Serie gibt es, glaube ich, noch mit den G5s und den G6 und G8 und so weiter. Fragen Sie uns einfach, wenn Sie ein bestimmtes Modell im Auge haben. Gucken Sie die Kataloge durch, die es gibt, beziehungsweise fragen Sie uns, was Ihren Bedürfnissen entspricht. Wir können Sie da sehr gut beraten und Ihnen das Passende besorgen. Also, es ist längst an der Zeit, dass die Leute da draußen sich wieder auf diese Technologien berufen und sich nicht blind auf das Internet verlassen für Kommunikation und Medien. Das ist ja das Schlimme, dass es nicht mal mehr irgendwie beschränkt ist auf einen Bereich, sondern dass man hier tatsächlich alles verlagert aufs Internet, wo alles überwachbar ist und wo alles sehr, sehr problematisch ist, beziehungsweise leicht zensiert werden kann. Und währenddessen Profis weltweit nutzen halt diese verschiedenen Technologien, um sich zu organisieren, zu kommunizieren, sich zu informieren. Das Ganze auch natürlich dann in Konfliktsituationen sehr, sehr bedeutsam, wenn dann quasi verschiedene Seiten dann über ganz kurze Distanzen funken, das ist für die andere Seite natürlich dann sehr schwierig abzuhören, beziehungsweise wenn dann noch eigene Verschlüsselungen verwendet werden, also diverse One-Time-Pads, Geschichten und ähnliches, dann kommuniziert man hier wirklich sehr, 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 sehr sicher. Ganz im Gegensatz zum Internet, auch wenn im Internet immer wieder Sachen angeboten werden, die dann angeblich dann alles sicher machen, aber da bin ich immer äußerst, äußerst misstrauisch. Erst vor kurzem hieß es dann wieder, okay, das Blackphone hat eine Sicherheitslücke, also Cryptphones und ähnliches. Da schaue ich dann doch lieber auf den guten alten Funk. Hier schreibt uns jemand eine E-Mail und zwar heißt es, habe im Frühling letzten Jahres eine Amateurfunklizenz Klasse E erworben. Sehr schön. War aber schwieriger, als man so denkt. Man musste einiges verlernen. Man kann es auch vergessen, zu glauben, in einer Krise einfach mal cool zu funken, auch ohne Lizenz. Das ist nicht so einfach, man benötigt etwas Wissen und Übung dazu. Allein schon die Antenne ausrichten ist so eine Geschichte für sich. Habe dann einiges an Zeugs zum Funken erworben. Allerdings muss ich gestehen, es steht nur im Zimmer rum, mir fehlt einfach die Zeit. Bin ich so der Funkfritze, wenn ich Besuch bekomme, schütteln alle immer nur den Kopf, wenn sie das Equipment im Zimmer sehen, einschließlich meiner Freundin. Funken ist halt echt oldschool. Ja, Funken ist was für Cowboys. Einfach sich bei mir melden, beziehungsweise sich melden im Recenter Forum. Das Ganze finden Sie hier. Und zwar einfach hier ins Recenter Forum. Sie finden den Link auf recenter.com. Der Link ist, oder die Adresse ist recenter.ipbhost.com. Müssen wir auch mal links umstellen.
auch schon überfällig, wie dem auch sei. Hier können Sie im Forum zumindest schon mal Leute finden und dann fragen, hey, hat jemand, ist jemand Funker? Funkt jemand CB? Funkt jemand mit Amateurfunklizenz? Hat jemand das Equipment? Wie ist deine Kennung? Kann man sich mal auseinandersetzen? Und so können Leute sich kennenlernen, einfach mal reden, so wie das Leute natürlich immer gerne tun, vor allem im alternativen Bereich über Skype. Allerdings habe ich da überhaupt keinen Bock drauf, weil wer weiß, was damit alles passiert. Das Ganze läuft ja jetzt über Microsoft und wer weiß, ob die NSA nicht doch alles aufzeichnet und fuck you. Also lieber funken, auch da natürlich kann mitgehört werden. Nichtsdestotrotz ist das etwas, was ich den Leuten wirklich dringend ans Herz lege. Man muss einfach die passenden Leute dazu finden und schon macht das Ganze wieder richtig Bock. Das hier meine Empfehlung an Sie da draußen. Das war's für heute im Rahmen dieser Prepping-Sendung. Wir sind zurück am nächsten Montag mit Recenter Nachrichten. Um 19 Uhr, die Sendezeiten sind montags und donnerstags 19 Uhr, montags und Donnerstag jeweils 19 Uhr. Sie finden uns unter recenter.com, außerdem unter shop.recenter.com. Hier finden Sie auch die ganzen Funksachen, beziehungsweise Sie können uns schreiben, wenn Sie irgendwas, wenn Sie mehr brauchen als das, was wir hier gelistet haben. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen noch viel, viel mehr Sachen direkt in den Shop aufnehmen, können aber viel mehr liefern. Schreiben Sie uns an shop@recenter.com, shop@recenter.com. Und damit unterstützen Sie außerdem unser Programm, unsere Sendung, also die Nachrichtensendung, Prep-Sendung, unsere Webseiten wie diese hier, prep.recenter.com oder diese hier, recenter.com, alle möglichen Neuigkeiten bzw. Kommentare, Hintergründe und die Nachrichtensendung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Rest der Woche. Viel Erfolg, viel Glück und bis zum nächsten Mal.